Und ein Moinsen zum Review-Podcast zum Spiel Hannover, dem 2:2, mit dem, glaube ich, so ziemlich niemand weiß, was man damit jetzt anfangen kann. Uns bringt es nicht großartig weiter. Klar, es bringt uns einen Punkt weiter, weil Bielefeld verloren hat und Hamburg hat auch nur unentschieden gespielt in Darmstadt. Immer noch das absolute Glück, dass jetzt auch seit 4-5 Spielen quasi unsere Konkurrenten nach oben gesehen. Immer noch nicht, ja, zum Glück auch genauso wie wir hin und her floppen quasi da oben und immer wieder Punkte lassen. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem 2:2 anfangen soll. Und ob es den weiter im Amt hält, keine Ahnung. Jetzt morgen Mittag anscheinend eine Besprechung mit Mislintat und Co. Ne? Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal, bevor ich zu der Thematik komme, gehe ich jetzt erstmal das Spiel durch. Wir haben eine erste Halbzeit gesehen, die Grenze hat schon überschritten. Eine Halbzeit gesehen, die die Grenze überschreitet zur absoluten Frechheit. Diese erste Halbzeit war wahnsinnig schlecht. Vermutlich somit die schlechteste Halbzeit in der kompletten Saison bisher. So vergleichbar finde ich von, keine Ahnung, keinem Einsatz, keinen Spielideen und sonst was wie gegen, Wiesbaden zu Hause, die erste Halbzeit. Unfassbar. Wir können schon viel höher hinten liegen, können schon 2-0, 3-0 hinten liegen. Gehen zurück mit dem 1-0 in die Halbzeit. Aber diese Halbzeit, boah, junger Vater, das war ganz, 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 ganz frech. Also, das war wieder kurz vor Arbeitsverweigerung von den Spielern. Und das war ein eindeutiges Spielen gegen den Trainer, wenn man es immer mit der Trainerdiskussion in Verbindung setzt. Weil das war echt richtig kacke. Wir hatten keinen Torschuss, außer wie dieses aus 20 Metern oder sowas abgeblockte Ding vom Clemens zählen. Sonst hatten wir nichts und gar nichts nach vorne. Haben wieder jeden Ball quer gespielt und haben ja wieder nur hinten rum gespielt. Kam so oft in absolut brenzliche Situationen, weil sie im Mittelfeld einen direkten Ball verlieren, weil sie genau wissen, scheiße, ich darf den Ball nicht einfach mal wegschlagen, sondern immer noch irgendwie spielerische Lösung suchen, was halt einfach nicht klappt bisher mit diesem Kader. Klappt einfach nicht. Und dann fällt halt nach einem Fehler, boah, ich meine, es war Endo, fällt dann halt das 1-0 direkt. Es gab noch zwei, drei vergleichbare Szenen zu der Szene, wie wir das 1-0 kassiert haben. Da ist zum Glück nichts passiert. Auch Hannover hat viele Chancen gehabt, die sie zum Glück in Sachen Kontern und schnell Ball abfangen und so gut machen, aber danach hat das Ding zum Glück für uns einfach schlecht ausgespielt haben. Dann muss es in der Halbzeit irgendeine Ansprache gegeben haben, weil die zweite Hälfte war echt gut. Das kann man ihnen nicht irgendwie vorwerfen, die zweite Hälfte war wirklich gut. Dann schaue ich gerade aus Versehen quasi durchs Zimmer und sehe gerade noch die Personalie in Suha, die hängt hier gerade noch im Kalender von diesem Jahr, der den Verein verlassen wird. Im Dezember vermutlich in die USA und da vermutlich zu LA Galaxy. Gestern quasi sich verabschiedet schon und ein bisschen die VfB-Karriere quasi in Revue passieren hat lassen in seinen Instagram-Stories und hat dann, heute kam dann vom VfB die Meldung, dass Insua zum Ende des Jahres gehen wird. Sportlich gesehen macht das Sinn, der hat keinen riesigen Mehrwert mehr, natürlich hat Erfahrungen so, die er ans Team weitergeben könnte, aber er hat keinen riesigen sportlichen Mehrwert mehr. Identifikation bei ihm war immer voll dabei beim Club, ist bei uns mit in den Abstieg gegangen, hat da super gespielt, die Flanken auf die Rotte gebracht und alles, also Insua sportlich gesehen nicht, aber von der Person her, von der Identifizierung mit dem Club her, sehr, sehr schade, aber dass das nicht auf Dauer weitergeht, war klar, das spielt er quasi nicht. Und dann muss er eigentlich in der Halbzeit, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder der Trainer hat gesagt, Jungs, nehmen wir mal die Version, die uns Walter nach dem Spiel, in der PK nach dem Spiel, auf Hannovers YouTube-Kanal zu sehen, gesagt hat, nämlich, dass die Spieler das auch im Kopf haben, diese Diskussion mit dem Trainer, und dass es so ein quasi verschworener Haufen sind, hat er, glaube ich, formuliert, dass das denen auch so gesehen nahe geht, deswegen so unkonzentriert und so quasi aufgeregt gespielt haben, nichts hinbekommen haben, eine riesen Blockade hatten und Blei irgendwie an den Füßen oder wie das war, oder Blei in den Körpern. Oder man nimmt quasi jetzt mal meine bisschen übertriebene Version und sagt, jo, der Walter hat sich in der Halbzeit hingeschaut und hat gesagt, ja, schön,
So wie wir spielen, ihr kriegt mich schon weg, ich werde hier nicht mehr lange Trainer sein. Aber wenn ihr schon keinen Bock auf mich habt, dann passt wenigstens auf, dass ihr für diesen scheiß Verein Punkte holt und spielt eine gescheite zweite Halbzeit. Mich habt ihr jetzt vermutlich weg, sehe ich auch selber so und fertig. Jetzt spielt ihr eine gescheite Halbzeit, damit ihr hier noch wenigstens was mitnimmt. Das wäre die andere Version. Ob er ihm das jetzt 100% abnehmen kann, dass die Mannschaft so hinter ihm stehen, weiß ich nicht. Die Stimmen nach dem Spiel unterstützen das quasi so ein bisschen. Auch die Stimme vom Stenze, wenn ich sie klar gerade noch irgendwie parallel auf Twitter finde, nach dem Spiel, was er gesagt hat. Nee, ich finde es gerade nicht auf direkt, aber auf jeden Fall hat er ja, halt einfach quasi weiter so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ne? Hat er so gesagt, ja, genau, ich habe es gefunden. Wie die erste Halbzeit gelaufen ist, das geht so nicht. Der Trainer hat in der Pause eine sehr sachliche Analyse vorgenommen. Danach wurde es dann ja auch besser. Über den Trainer haben andere zu entscheiden. Ich habe das Gefühl, dass er die Mannschaft erreicht, dass er alles für den Erfolg tut. Er steht total zu uns, hat uns Mut gemacht. Mehr konnte er nicht machen, konnten wir nicht machen. Ja, also der steht hinter ihm. Habe auch hier gelesen, dass anscheinend die Davi auch in einem Interview hinter ihm stand. Finde ich ja aber nirgends. Soll anscheinend im SWR gegeben haben, das Interview. Aber finde ich nirgends. Der anscheinend auch in den Trainern gestellt hat, sonst haben sehr viele auch am Ende vom Spiel gesagt, ja, ne, Platzverhältnisse, Platz war scheiße und bla bla bla. War er auch definitiv, der war weit weg von Zweitliga, der Rasen und weit weg von Bundesliga. Aber Hannover hat auf demselben Rasen gespielt, also finde ich die Ausreden quasi, die wirklich gefühlt jeder genannt hat nach dem Spiel, ja, bisschen fragwürdig. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus. Er bringt einen Gonzales für einen, ja, nichtsbringenden Clement, absolut nichtsbringenden Clement. Keine Ahnung, ob der seit der Unterschrift bei uns seine Fußballtätigkeit oder seine Fußballfähigkeit irgendwie verloren hat oder was da los war. Der war ja in Paderborn ein ganz anderes Kaliber. Schade eigentlich, ne? So mit einer der teuersten Transfers oder zumindest direkt gefühlt der erste Transfer, den wir uns geholt haben. Noch ja gesagt, bevor überhaupt er mit Paderborn aufgestiegen war und bevor der VfB überhaupt abgestiegen war. Oder war es direkt nach dem Abstieg von uns? Ich weiß es nicht mehr. Dann Bruno Gonzalez und dann direkt Hannover noch im Tiefschlaf so gefühlt. Und ich glaube, wie waren es, drei oder vier Pässe? Direkt nach vorne, Anstoß, direkt nach vorne gegangen. Ball über drei, vier Stafetten laufen lassen. Schöner Spielzug. Gonzalez steht in der Ecke quasi frei vom Keeper. Mussten von da auch erstmal machen aus so einem spitzen Winkel, legt in die lange Ecke drin. Wir alle quasi so auf dem Sofa, so, hä? Okay. Das ging jetzt schnell und es war als aus Versehen mal, vor allem was wir in der ersten Halbzeit, nachdem was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, das war mal schnell, direkt nach vorne auf Tor gespielt. Was ist denn da los? Und so ging es auch eigentlich relativ gut weiter, ne? In der zweiten Halbzeit dann. Wir hatten mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit. Hannover hat die komplette erste Hälfte dominiert, hat uns leider wirklich hergespielt in der ersten Halbzeit. Wir hatten nichts nach vorne. Komplette Nullleistung. In der zweiten Hälfte fällt direkt das Tor, das gibt natürlich Aufschwung. Natürlich auch dieses psychische Ding natürlich mit da drin, ne? Direkt zu so einem perfekten Zeitpunkt das Ding reinzuhauen. Dann sind wir weiter dran. Und dann ist eigentlich wirklich ein richtiges Hoch-Runter-Spiel. Hannover Chance, wir Chance, Hannover Chance, wir Chance. Also es war vor allem in der zweiten Halbzeit, weil wir da halt auch angefangen haben mitzuspielen, ne? So gesagt, echt ein ansehnliches Spiel. Echt ein gutes Zweitligaspiel, muss man sagen. Hoch und runter, echt von Spannung drin. Und dann wieder so eine schöne Szene, wir haben ein paar schöne Stafetten und so, auch das eine Ding, wo quasi zwei Hackenpässe durchgehen, dann unten der Gonzalez halt viel zu eng auf dem Tor steht, viel zu enger Winkel, den Zieler halt hält, aber sonst war wunderschön rausgespielt. Silas, der wenigstens in der ersten Halbzeit so der einzige war, hat auch nicht viel gemacht, ne, aber das war das Einzige, wo du immer dachtest, so, hat er den Ball, komm, der bringt mal was, der hat Tempo, der hat Fähigkeit, der hat Bock, der bringt mal was. Sonst ist keiner irgendwie nach vorne gegangen, auch in die Davi war heute, ja, wieder nicht irgendwie so besonders gut. Castro war heute, der fällt mir auch noch ein, aber bevor ich zu dem komme, Stenzel fand ich es auch nicht so toll, hat auch einige Fehlpässe gespielt. Sonst ist mir so aus dem Stegreif niemand groß aufgefallen. Gomez hat, glaube ich, die zwei Tore, zum zweiten komme ich ja gleich noch, die zwei Tore, glaube ich, aufgelegt, hat auch eigentlich davon halt einfach die Bälle festgemacht, ein bisschen herverteilt, muss dann auch früher runter führen Al-Ghadoui und ja, absoluter. Absoluter Huiuiui-Spieler war für mich Castro heute. Das war junger Vater. Weiß nicht, ob man für die Leistung überhaupt noch irgendwie Worte finden kann, ob es dafür einen Begriff gibt, weil das war, hui, das war anders schlecht, was Castro heute gespielt hat. So viele Fehlpässe und so viele gravierend schlechten Pässe.
Diesmal, wenn du dann in der Aufnahme waren, wieder nach irgendeinem so dummen Fehlpass, sah jedes Mal kurz vorm Tod aus, so gefühlt, komplett außer Puste. Da sehe ich es nicht und verstehe es nicht, warum. Zur Hölle habe ich mir schon mal Ausstellung am Anfang gedacht, warum bringt der nicht den Sosa auf links hinten? Warum muss der jetzt wieder einen Castro spielen? Sosa war für mich so mit der beste Mann in Darmstadt, zumindest vor allem in der zweiten Halbzeit, weil der einfach geile Flanken gebracht hat. Ich weiß ja vor allem diese quasi hohe Ball. Sosa nimmt diesen Ball direkt Volley und spielt ihn perfekt auf Gomez als Flanke zum 2-1, was ja danach leider abseits war, aber das war richtig geil gespielt. Und richtig geil von Sosa, da habe ich nicht verstanden, warum der nicht gespielt hat. Und Castro war absolute Vollkatastrophe. Ganz schlimm. Dann fällt das 2-1 von uns, auch wieder relativ schön rausgespielt. Und dann aus einem Winkel, oder den hinten an dem Pfosten, klar, muss schon mal das Glück haben, dass er rein und nicht rausspringt, klar. Aber richtig schöne Kiste von Wamangituka. Und auch nur deswegen ist es am Ende eigentlich echt schade, dass wir den Sieg nicht geholt haben. Weil wir halt geführt haben. So, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Wir haben geführt und dann brauchst du, egal bei welchem Gegner in der zweiten Liga, jetzt mal vielleicht, keine Ahnung, aktuell halt die über uns, ne, tabellarisch rauszunehmen, Hamburg und Bielefeld, da brauchst du eigentlich nirgends noch ein Tor fahren. Dann kannst du das Spiel eigentlich ganz gelassen mit der Qualität und dem Ballbesitz, den wir immer führen, kannst das Ding eigentlich wirklich runterspielen. Und ich glaube, das sage ich jetzt auch ganz unarrogant quasi oder uns überschätzend oder sowas. Dann kannst du das Spiel doch ganz ruhig runterlaufen lassen. Aber Hannover hat weiterhin Chancen gehabt, wir hatten auch Chancen. Dann fällt halt das Ding, weil auf links wieder Castros Seite niemand ist, der komplett frei laufen kann, keiner geht ihn richtig an, dann schießt er aufs Torwart-Eck. Preto sieht es auch nicht so toll aus bei dem Ding, aber ich glaube, da kann er nichts machen. Beim ersten Tor kann er auf jeden Fall nichts machen, um daran nochmal kurz zurückzukommen. Da kann er vermutlich mehr machen. So gesehen muss das aber nicht, war jetzt kein einfacher Schuss oder so, weil Torwart-Eck, deswegen sieht er ein bisschen doof aus. Ja, und dann haben wir halt Chancen nach vorne, Hannover hinten, Chancen waren ein relativ offenes Visier am Ende so gefühlt. Hannover vorne, wir vorne am Start. Defensiv hat da bei beiden Mannschaften so ein bisschen was gefehlt. Ging alles relativ leicht, sich quasi Chancen zu erarbeiten auf beiden Seiten, wenn man so als Außenstehender sagen kann. Wir hatten echt noch ein paar gute Chancen, ne? Der Kopfball von Ascasio war es, glaube ich, an Pfosten. Gut, aus dem Winkel muss er den nicht reinköpfen, ne? Da eine Bartschuber-Chance, ich weiß, so ein paar Sachen, die mir einfallen, ich weiß nicht, wann die chronologisch waren. Ich glaube, Bartschuber-Chance war noch vor dem 2-1. Ich glaube, es war noch bei Stand von 1-1. Es haben noch andere Chancen. González, wie gesagt, diese schöne Kombination nochmal. Da kann ich diesen VfB Filmroom-GIF empfehlen. Da ist die Szene nochmal drin, die Paraden immer, wenn wir wieder zu den VfB spielen, coole GIFs rein, ob es jetzt Tore sind, Szenen sind oder sowas. Und da zum Beispiel die schöne Aktion mit quasi doppelter und dreifacher Hacke, die dann und dann Abschluss von González, wo wir echt mal in Räume kamen, wo wir schnell direkt nach vorne gespielt haben. Wir haben gefühlt in der zweiten Halbzeit Walter untypisch gespielt. Wir haben hinten Chancen zugelassen, was eigentlich relativ Walter untypisch ist, weil wir nicht so viele Chancen zulassen. Das muss man uns zur Defensive ja zugute halten. Wir lassen nicht allzu viel zu, außer wir machen eigene dumme Fehler. Und das haben wir in der ersten Halbzeit nonstop gemacht, deswegen hätte es auch locker 2-0, 3-0 stehen können. In der zweiten Halbzeit waren es aber nicht unbedingt irgendwie individuelle Fehler hinten, sondern einfach viel zu einfach ausspielen lassen von Hannover. Die hätten auch noch das 3-2 machen können, genauso hätten wir das 3-2 machen können. Ich habe das Gefühl, wir hatten so ein bisschen noch ein Hoch in der zweiten Hälfte, waren noch ein Ticken besser und noch ein paar mehr Chancen als Hannover. Und deswegen geht das Unentschieden, glaube ich, am Ende auch in Ordnung, weil es zwei komplett verschiedene Halbzeiten waren. Die erste Halbzeit war wirklich, ja, null Leistung und Hannover muss höher führen. Und die zweite war, wir sind echt gut dabei, gewinnen ja die Halbzeit quasi. Und nur die Halbzeit, damit steht es 2-1, haben Chancen, können den Sieg noch holen. Am Ende hätten beide noch den Sieg holen können. Wäre ein Sieg für uns verdient, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Unentschieden ist schon okay. Am Ende ist halt nur absolut schade, dass du halt geführt hast und das Spiel gedreht hast und dann trotzdem du noch das dumme Tor fängst. Hättest du bestimmt irgendwie runterspielen können auf ein 2-1, wer weiß. Lässt sich mal alles so leicht sagen danach. Aber ich denke, es ist unentschieden, ist ein gerechtes Ergebnis. Vielleicht für Hannover noch ein bisschen mehr quasi verschenkte Punkte, weil die in der ersten Halbzeit vor allem so viel besser waren als wir. Aber am Ende geht es, denke ich, in Ordnung. Und jetzt weiß man halt nicht zum Thema Wald. Also ich lade diesen Podcast auf jeden Fall noch heute Abend, / heute Nacht so gesagt, noch hoch. Und würde dann nochmal quasi was sagen, wenn dann Walter weg ist und wer neu kommt, wenn es sich lohnt, was zu sagen. Sonst gebe ich auch öfter meinen Senf dazu auf Twitter oder sonstigen sozialen Medien, sozialen Plattformen. Also dann einfach da abchecken.
Außer es kommt natürlich eine richtig krasse Aktion, weil Trainer ist jetzt die Frage. Erste Halbzeit hätte ich gesagt, yo, sorry, aber wenn wir so weiterspielen, das war die beschissenste erste Halbzeit der Saison eigentlich. Und die Spieler so wenig das System verstehen und so wenig Lösungen finden nach vorne, wieder kein Offensivkonzept zeigen, nicht direkt spielen und sowas, dann sorry, dann so leid es mir tut, auch wenn ich eigentlich keinen Trainerwechsel will, dann war es das halt. Zweite Hälfte, yo. Die können ja doch Fußball spielen. Es geht nach vorne, die haben Chancen rausgespielt. Das war teilweise echt richtig ansehnlich. Klar, hinten hätte er besser sein können, aber so ein offenes Visier am Ende, ein cooles Spiel. Wir haben das Spiel mitgestaltet, das gute Spiel am Ende. Nicht nur in der ersten Hälfte, wo es nur Hannover war. Musst du eigentlich behalten, wenn du es so spielen kannst. Das Ding, wenn du es so spielst wie in der ersten Halbzeit, weg. Wenn du es so spielst wie in der zweiten Halbzeit, über 90 Minuten, dann hättest du zum Beispiel das Spiel jetzt auch gewonnen. Dann gewinnst du sehr viele Spiele, wenn du so spielst in der zweiten Halbzeit. Deswegen weiß ich einfach nicht. Kann man es dem Walter abnehmen, dass das Team komplett hinter ihm steht und es ein komplett verschworener Haufen ist? Dieser erste Halbzeit einfach nur komplett komisch war und die zweite Halbzeit das Normale ist, wie sie eigentlich spielen wollen und können und sich verbessern wollen, dann, ja, dann behalt ihn. Weil ich bin generell kein Fan davon, schüchtern Trainer rauszuschmeißen. Vor allem, so klar, Kontinuität und sowas. Hätte ich gerne, aber wenn natürlich der Trainer so scheiße ist oder wenn wir irgendwann oder wenn es einem so klar ist, jetzt im Hitzlsdorf und Hitzlsdorf, yo, da kommt schon die Namensmische. Dem Hitzesberg und dem Mislintat schon so klar ist, sorry, mit dem Fußball steigt man nicht auf, dann okay. Dann Kontinuität beiseite und Aufstieg als erste Priorität, klar. Aber dann, wenn du, wie gesagt, ich bin allgemein nicht dafür, einen Trainer rauszuschmeißen. So, nicht dafür, weil ich sehe die Chance, dass wir einfach einen ausreichenden Kader, um aufzusteigen. Böse gesagt, egal wie wir spielen, so wie wir spielen in der zweiten Halbzeit, gewinnen wir die meisten Spiele. So macht es auch Spaß, Fußball anzugucken. Ging schnell nach vorne, Chancen. Deswegen eigentlich an sich bitte Trainer nicht rauswerfen. Und wenn ihr ihn rauswerft, was er auch seine Gründe hat, werden Hitzesberger und Mislintat schon richtig entscheiden. Dann nur, oder Stand jetzt, was ich so auf dem Trainermarkt überblicken kann, schmeißt du ihn bitte nur raus, wenn du als Nachfolger Nico Willig holst. Klar, der hat bei uns auch noch ein paar Spiele gemacht, aber der Trainer hat Spaß gemacht. Da hat die Mannschaft angefangen, wieder Fußball zu spielen. Kämpferische Leistungen waren eigentlich in jedem Spiel vorhanden. Immer dabei. Klar, der konnte jetzt in diesen 4, 5 Wochen auch nicht alles einsetzen, aber der hat auch mit seiner U19 sehr viele Abgänge oder halt Abgänge nach oben bei uns in der höhere Mannschaft, sagen wir jetzt mal, oder halt Abgänge wie in der Dayaku oder sowas halt verkraften müssen nach der guten letzten Saison und ist jetzt immer noch voll am Start mit dieser U19. Das ist schlicht und ergreifend, was man so sieht, ein guter Trainer und auch ein guter, sympathischer Typ, der aus dem VfB selbst kommt, womit sich sehr, sehr viele Leute identifizieren werden können, wenn will. Ich glaube, da wird keiner direkt aus dem Loch kommen und irgendwie meckern, boah, so eine Scheiße, warum will ich, Mann, so ein Kack. Ich glaube, die werden erstmal alle annehmen. Also wenn Walter raus, dann bitte nur Willig, weil ich sehe keine Lösung mit einem Anfang, mit einem Schwarz, mit einem Heiko Herrlich. Und was da noch so rumgeflogen ist, da gab es auch irgend so einen vierten Namen, ich weiß auch gerade nicht mehr, wer das war. Egal, was da rumfliegt, nein. Wenn du einen Trainer schmeißen willst, okay, wird seine Gründe haben, ich vertraue ihm jetzt erstmal da oben. Genau, Sievert, genau. So hieß der vierte, ist mir gerade noch eingefallen. Dann, okay. Aber dann nur Nico Willig nach aktuellem Stand. Außer sie zaubern irgendwen ein krasses aus dem Hut oder irgendeinen No-Name, den sie für krass halten. Keine Ahnung, Walter war ja auch böse gesagt sozusagen ein No-Name. Aber Stand jetzt nach meinen Infos bitte nur Nico Willig. Ich will da kein Sievert, kein Anfang, nichts sehen. Also, Fazit: Du wirst aus diesem Club wieder mal nicht schlau. Das war eigentlich das optimal beschissenste Spiel, was du zeigen kannst. Wenn du an dem Spiel quasi klar machen willst, ob du jetzt auf oder ab, ob du jetzt einen Walter drin lässt oder einen Walter rausschmeißt, war es das schlechteste Spiel, wie wir es hätten spielen können. Erste Halbzeit komplett klar, völlig beschissene Halbzeit, Walter raus. Zweite Hälfte, also wenn man jetzt rein nach Leistung geht, dabei Walter raus. Zweite Halbzeit richtig gut, kriegt er voll gut dabei, hast nach vorne Konzepte. Klar hat er in Hannover auch Chancen gehabt, aber hast an sich Konzepte, bist da voll am Start. Kriegst halt leider noch das 2-2, sonst hätte das Spiel vielleicht auch sogar gewonnen. Dann auf jeden Fall ja, Walter rein, es hat eine Zukunft. So ist es einfach scheiße. Ich bleib dabei, Walter drin lassen, außer ihr findet einen richtig guten Trainer, der für mich gerade, wenn ich so den Trainermarkt überblicke, nur Nico Willig heißen würde, sonst bitte Walter behalten. Dann hätte es absolut, ja,
keinen Nutzen, einen Trainer zu wechseln. Plus, ich bin immer noch der Meinung, dass wir mit dem Kader und auch mit dem Trainer aufsteigen werden. Nur muss er wirklich mal eine richtige Entwicklung zeigen, weil das war heute das perfekte Beispiel. Du siehst Hannover, das 2-1, was wir zu Hause gewonnen haben. Spannender, neuer Fußball, klar, Hannover auch richtig scheiße unter Slomka. Die sind unter dem Kotschak schon nochmal einen Ticken besser geworden. Ganz augenscheinlich. Richtig interessantes Fußballspiel, cool zu sehen, neuer Trainer, Euphorie, das war super Stimmung, nach dem 2-1-Sieg war es gefühlt direkt eine Aufstiegsstimmung, richtig geil. Und jetzt haben wir ja coolerweise den direkten Vergleich zur Rückrunde und da siehst du halt einfach wenig Entwicklung, das ist gefühlt das Gleiche, wenn nicht schlechter und es klappt halt nicht mehr. Es hat zum Beispiel Spieltage geklappt, man kann immer schön diese Linie ziehen, wo die Davis sich verletzt hat quasi, auch wenn der eigentlich augenscheinlich, wenn man heute in Hannover gesehen hat, doch nicht diese Riesenwirkung hat auf uns und auch nicht der hundertprozentig der Heilsbringer ist oder der Grund war, warum wir die ganzen ersten 8, 9 Spiele sowas nicht verloren haben. Ab dem er weg war, kam dieser Knick und ab da haben sie dann vermutlich einfach die Trainer verstanden. Du musst am besten Fall gegen Stuttgart in Führung gehen, dann kriegst du es verwaltet, dann haben sie keine, finden sie nicht viel Lösung gegen den Bollwerk, dann spielst du vielleicht noch schlechtestenfalls unentschieden. So, ganz einfach. Ich glaube, das System haben sie einfach langsam begriffen, die Gegner, und haben sich darauf eingestellt. Deswegen haben wir auch in letzter Zeit nicht so viele Punkte geholt oder halt nicht so viele Siege geholt. Es wird aber auch immer wieder von Trainerkollegen auf den PKs danach quasi der Walter gelobt mit seinem Spielstil. Auch heute wieder hat der Kutschak gesagt, ja, klar, 2-2, wir hatten kurze schlechte Phase, aber was wollten die von mir, wie er sagt, Borussia Banane oder irgendwie sowas, was war das, keine Ahnung, auf irgendwas in der Richtung, wir spielen hier nicht gegen Borussia Banane, sondern wir spielen hier gegen VfB Stuttgart, die haben ein System, bla bla, kurz in 2, 3 Sätzen quasi gelobt, dass unser Club schon kicken kann und der Trainer eine klare Philosophie hat und es ist schwer, sich darauf einzustellen. Ich glaube, es war auch der Kotschak, nicht der Kotschak, Sandhausen, aber der Kotschak auch, deswegen war ich dann nochmal gerade bei Kotschak da. Mir fällt der Name nicht ein, aber der Trainer von Sandhausen hat es, glaube ich, auch gesagt, hat wirklich gefühlt eine kleine Lobeshymne gehalten nach dem Spiel und quasi daraus abgeleitet, wie geil und wie wichtig der Sieg aufgrund dessen, dass der VfB echt guten Fußball spielt, nochmal eine Stufe höher einzuschätzen ist, der Sieg gegen uns damals. Also scheinbar, so aus Expertensicht von anderen Trainern, scheinen die schon wertzuschätzen, was der kann, aber sie haben es halt trotzdem hinterschaut, so wie es aussieht, wenn wir die Ergebnisse angucken, die Spielweise. Sie haben es halt hinterschaut, wie wir Fußball spielen. Und da musst du halt gucken, egal wie es weitergeht, ob du jetzt weiter behältst, ob du irgendeinen anderen Trainer holst, bitte einfach nur willig, sonst will ich keinen anderen Trainer sehen in dem Verein. Außer sie, wie gesagt, zaubern irgendwen hervor. Was ich aber auch nicht wissen würde, wen sie da hervorzaubern wollen. Egal, wer da jetzt ist, im Normalfall sehe ich jetzt eher, dass der Walter weitermacht, muss daran weiterarbeiten. Und ich glaube, so in der zweiten Hälfte haben wir Lösungen gefunden gegen so ein Bollwerk. Klar, als Golfer so direkt das 1-1 gemacht, dann haben sie quasi dadurch, dass Bollwerk geknackt war, Hannover natürlich auch wieder gewinnen wollte und dann sich nicht mehr hinten reinstellen konnte, nach dem Beistand von 1-1, natürlich das nicht mehr so wirklich, wenn du auf Sieg spielen willst. Aber egal, wer da kommt, muss daran arbeiten. Den Kader haben wir. Unsere Verletzten bleiben auch bis März oder April oder sowas immer noch verletzt. Also bleibt der Kader gleich quasi. Aber ja, das Spiel hat wieder für mich keine klare Entscheidung gebracht. Die erste Halbzeit hätte sie gebracht. Aufgrund der zweiten gibt es für mich jetzt keine klare Entscheidung, weil man an dem Spiel ableitet, ob der Trainer bleibt oder nicht. Nochmal zum Festhalten. Ich wiederhole mich hier 1000 Mal. Beende das Ding hier auch gleich. Festhalten für mich. Walter bleibt. Außer du holst einen Willig rein. So, das Statement lasse ich jetzt erstmal hier. Außer du holst einen Willig rein, dann ist okay für einen Trainerwechsel, weil den kennt man. Wenn die jetzt wieder mit einem C-Wort und sonst was ankommen, wird es sich nicht bessern oder meiner Meinung nach eigentlich fast sogar schlechtern. Von dem, was man so von den Leuten kennt und sieht, so trainerkarrieremäßig. Oder sie zaubern sonst wen aus dem Hut, was ich aber nicht wüsste, wen sie da aus dem Hut zaubern sollten. Also, Walter bleibt. Weil wir mit dem auch aufsteigen werden und weil ich immer noch die Hoffnung habe, weil der Kader ist auf ihn ausgelegt. Hitzesberger und Mislint hat am Kiel quasi was bezahlt, damit er kommt. Also kann es auch charakterlich irgendwie, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Mislint hat und Hitzesberger mit einem, wie ihn ja viele quasi nennen, mit einem Arschloch-Trainer quasi arbeiten können und wollen. Ich glaube schon, dass der im Kern ein guter Junge ist. Klar, manchmal sind es ein paar sehr unglückliche Ausdrucksweisen und ein bisschen arg. Ja, kommt halt arrogant rüber, ne? Auch diese
wie irgendwelchen Journalisten und Reportern und Fragestellern halt, ne, auf den PKs immer öfter mal ins Wort fällt und sagt, ja, doch gesagt vorhin und sowas. Auch das Ding schaut die PK nach dem Hannover-Spiel an, wo da quasi ins Wort fällt, ja, doch gesagt, hat er vorhin schon beantwortet quasi, und dann das sagt mit diesem, in der ersten Halbzeit lag es daran, dass die Trainerdiskussionen und sowas sind, der sich vielleicht für ein bisschen zu groß nimmt, hat noch nicht so viele, sage ich mal, Trophäen und sowas gesammelt, wie jetzt Mourinho oder sowas, der auch einen auf dicke Hose machen kann und einen auf, ja, ich verteidige meine Spielweise, fertig, aus. So nach dem Motto, ich bin der Geiste, was ihm ja viele vorwerfen, was ja auch bestimmt irgendwo belegbar ist. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Hitzesberger und Mislintat da so einen geholt haben. Mislintat scheint mir noch so mit der größte Hater zu sein von Walter. Und nach dem Spiel wieder gesagt, dass es kein gutes Spiel von uns war, dass die Punkteausbeute nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben. Hat eigentlich quasi auch an dem Spiel nichts gelobt, ne? Klar ist, morgen ist jetzt hier quasi der Stichtag, wo es entscheidet. Mal gucken, was für eine Entscheidung kommt. Ich suche gerade noch schnell das Mislintat-Zitat. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das gibt's doch nicht, da war es doch irgendwo. Wo ist es denn hin? Da vielleicht haben wir es? Ne. Nee, 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 nee. Ah, mein Gott, ich finde es nicht, das gibt's nicht. Der hat ja auch schon letzten Spiele gesagt, da ne, gab es ja anscheinend auch Stress zwischen dem und dem Walter vor dem KSC-Spiel. Scheint mir noch so der größte Widersacher zu sein. Oder halt, wie gesagt, außer es ist halt aber auch schon letzten Podcast gesagt, außer es ist halt positiv, ne? Was die da machen. Sich gegenseitig anbrüllen, danach quasi positiv rausgehen und sagen, so, jetzt haben wir uns gegenseitig angebrüllt, jetzt wissen wir, was Sache ist, jetzt arbeiten wir dran. Also er hat gesagt, wir sind heute knapp der 6. Niederlage entgangen. Das ist nicht die Bilanz eines Aufsteigers. Wir haben in der ersten Hälfte fast nichts auf den Platz bekommen, was wir vorhatten. Unsere Leistung stimmt nicht, da müssen wir ansetzen. Und ich meine, das hat er nach dem Spiel gesagt. Oder das war nach dem Spiel. Ja, ein bisschen nach dem Spiel gewesen sein. Also, mal gucken, was jetzt passiert. Morgen Mittag. Gucken, ob ich dazu jetzt dann quasi irgendwie einen Podcast mache. Was ich vielleicht nur mache, dann als Bashing oder so, wenn sie dann auf einmal einen Anfang oder ein Schwarzes oder sowas rausholen. Sonst habe ich ja jetzt, glaube ich, genügend dazu gesagt zu dem Spiel und zur Trainerdiskussion. Walter bleibt, solange sie keinen gescheiten Trainerersatz finden, der für mich aktuell nur Nico Willig darstellt. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, auf YouTube könnt ihr Kommentare schreiben oder auf Twitter oder wo auch immer mit mir in Interaktion kommen. Auf Spotify jetzt nicht für die Zuhörer dort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.